Also ich freue mich, dass da ein aufrechter Haufen da ist, unabhängig von den Witterungsbedingungen. Und ich glaube, wir sollten heute noch ein Sonnenritual machen, damit wir uns am Samstag nicht angefrieren da. Ja, weil das sind verschärfte Bedingungen, obwohl wir davon ausgehen müssen, da ist uns einmal kalt vielleicht, wenn wir den Frieden nicht sichern, da packen wir uns unsere Wohnungen und Häuser zusammen und dann bleibt uns nichts anderes übrig und dann haben wir das ein paar Jahre vielleicht. Ja. Das heißt, wir sind am richtigen Weg und wir müssen das schon mal durchkommen, da wird man sehen, wie stark wir sind und was wir aushalten, ob wir noch auch Erwitterung standhalten können für eine gute Sache. Das ist das eine. Dann hätte ich ganz kurz eine Analyse. Also ich beschäftige mich auch schon ewig mit dieser Thematik, was spielt sich da auf dem Planeten und was ist los. Und ich bin selber, beruflich bin ich auf massive Missstände, ganz gravierende kriminelle Geschichten gestessen. Ja? Und dann fängst du auch so eine Stirn und dann kommst du und das geht dann immer weiter bis in die höchsten Ebenen, politische Ebene, nicht einmal mehr Österreich, weil in Österreich, die Österreicher haben nichts zum Reden in dem System oder wenig. Das wird von ganz woanders gesteuert. Ja? Und da kannst du dann schon Angst kriegen, weil der Feind ist übermächtig, wenn man das als Feind empfindet. Ja? Die Frage ist, oder sagen wir so, die Sache ist, also meine kurze Zusammenfassung, also meine Erkenntnis auf dieses Studium unserer Verhältnisse auf diesem Planeten, es hat sich ein System etabliert, weltweit, vielleicht gibt es noch Enklaven, wo es ein bisschen anders ist, da ist es systemkrank. Ja? Ob das jetzt bewusst geschaffen worden ist oder ob sie das einfach so, das ist wurscht. Faktisch ist, das System ist krank und weil das System gestört ist, stört es uns, alle, die wir in dem System drinnen sind. Und es gibt kaum noch einen gesunden Menschen und wenn er körperlich halbwegs gesund ist, emotional gesunde Menschen, gibt es kaum noch wo. Ja? Die haben da ein System gemacht, ob das jetzt Kapitalismus, Kommunismus oder aber irgendeine Religion, die Leute versklavt, ist wurscht. Die haben ein System gemacht, das uns körperlich, psychisch und geistig krank macht. Ja? Und das Wesentliche, und wir kommen da eigentlich nur raus, wenn da eine Heilung stattfindet. Ja? Wir brauchen eine Heilung und am einfachsten zu dieser Heilung kommen wir. Wurscht, an was jetzt einer glaubt, aber faktisch ist, das Leben ist eine Energie und eine Lebenskraft und die existiert und die entwickelt sich und die dehnt sich aus im Weltall oder sonst irgendwas. Und das ist die stärkste Macht, die es gibt. Und irgendeine Religion nennt es halt Gott und hat irgendein Bild. Ja? Das ist aber wurscht. Und diese Lebenskraft, das ist das Lebendige und das Kreative, das sich materialisiert. Und es gibt diesen Lebensstrom. Ja? Und dieser Lebensstrom ist heilsam. Und man kann sie, wenn man sein Bewusstsein auf diesen Lebensstrom einstellt, dann kann man sie verbinden mit diesem Lebensstrom. Und wenn man sie jetzt frei macht von irgendwelchen Emotionen oder man muss sie nicht ganz von Emotionen frei machen, man kann auch positive Freude oder was oder Liebe oder was, wenn man das in sich erwecken kann, dann ist man sehr nahe dieser Lebensenergie. Und wenn du jetzt Licht vorstößt und du stößt ein Symbol fürs Absolute oder dein Ideal vor oder du stößt da halt den Gott vor, an den du glaubst, wenn du an einen Gott glaubst oder du stößt eben nur das Leben an sich vor und die Lebenskraft, dann kann man sie verbinden mit diesem Strom und da kann man einnehmen. Alle Leute, die was man da einnimmt, die sind dann auch verbunden in diesem Strom. Und wenn man jetzt den ganzen Globus oder das Universum einnimmt, dann ist alles verbunden. Wir brauchen auch Bewusstseinsheilung und wir brauchen auch körperliche Heilung, aber da geht die Bewusstseinsheilung vor. Also wir werden das nur verändern, wenn wir uns alle verändern, aber wenn sich einer verändert, verändert sich sowieso alles. Ja? Wenn wir uns verändern, dann verändert sich unsere Welt, und zwar die persönliche. Weil wenn du in einer Situation auf einmal anders reagierst und in der nächsten wirst du auch wieder anders reagieren und so, dass die Situation sich zum Guten wenden kann, dass du deine positive Kräfte in jede Situation eingibt. Und das ist ja nur eine Entscheidungsfrage. Ich kann mich entscheiden, ob heute, ich lasse mich nicht mehr missbrauchen von niemandem und ich manipuliere auch niemanden. Und ich versuche, dass das Gute entsteht aus der Situation und zwar das Gute nicht nur für mich, weil sonst bin ich ein Egoist, sondern für alle. Ja? Und wenn ich diese Entscheidung triff, dann kann ich ab jetzt in jede Situation, ob das in der Familie ist, ob das in der Arbeit ist, ob das politisch ist oder was, da kann ich dann praktisch meinen Standpunkt beziehen. Ja? Heutzutage ist es schwierig, weil wenn du der Einzige bist, dann bist du voll entmündigt, sagst du nichts oder sie ziehen dich aus dem Verkehr, weil das passt denen nicht, das wollen sie nicht, weil unser System auf Machtmissbrauch aufgebaut ist. Ja? Und da sollte man rauskommen. Ja?
Das ist aber die eine Geschichte. Und ich würde vorschlagen, dass wir nachher so ein kleines Ritual machen, so ein freies, ein kreatives Ritual, wo wir uns einfach auf diese Energie einstellen, damit wir auch unter anderem vielleicht ein gutes Wetter haben. Am Samstag, vielleicht können wir das regeln über diese Geschichte. Ja? Und dass wir eine gute Stimmung haben. Und es ist ja auch wichtig, ja, und muss ja auch wichtig sein, es kann sein, dass da irgendwelche kommen und bewusst stören oder was. Und wir brauchen da eben so eine starke Energie bei dieser Veranstaltung, dass das gar nicht möglich ist. Ja? Das geht. Ja, das geht, weil wir gemeinsam eine Energie aufbauen. Also ich würde nachher gerne so ein Ritual machen. Aber noch was, die Veranstaltung ist ja nicht nur am 6., sondern wir wollen ja nicht, wenn die Gäste da sind, dann wollen wir uns vernetzen mit ihnen und dann sind die nicht am Samstag da, die bleiben alle übers Wochenende. Ja? Und darum haben wir am 7., und da lade ich jetzt offiziell ein vom Internationalen Friedenssalon in Meidling, den es schon länger gibt, wir machen eine Veranstaltung am 7. Dezember, und zwar in Wien 12, also in Meidling, im Café Leopoldi, ist glaube ich die Nummer 52. Und wir haben uns so gedacht, wir fangen auch am späten Vormittag, damit sich die Leute ausschlafen können. Und wir machen da am Nachmittag Programm, und zwar eine Friedenswerkstatt. Ja? Und was genau dort passiert, wir wollen das relativ offen halten. Wir wollen eben schauen, welche Themen sind die brennendsten, und wir wollen dort Arbeitskreise machen, wir wollen dort Diskussionen machen. Es werden auch Vorträge für interessante Themen sein. Ja, wir wollen dort Friedensarbeit machen, und das Wesentliche ist, wir wollen Friedensinitiativen und in dem Fall internationale vielleicht entwickeln, praktische Basisinitiativen. Und nachher soll das Ganze ausklingen, künstlerisch, musikalisch. Wir haben da von Akademie auch wieder also viele Künstler an der Hand, Musiker, und es werden auch viele kommen vom Ausland, besonders aus Deutschland. Ja, und wir bringen dann nachher einen musikalischen Abschluss, werden wir organisieren und werden wir dort gestalten. Ja. Und die sind alle herzlich eingeladen, und wir schauen, wir sind gerade dabei, dass wir vielleicht, dass wir Flyer drucken, dass wir das austeilen können. Und wir werden auch da bei der Veranstaltung die Leute informieren, wo das ist, wann das ist und was wir vorhaben. Und wir werden noch brauchen Leute, die sich einbringen wollen in die Organisation von dem Ganzen, oder die dort vielleicht irgendein spezielles Geschichte machen wollen, irgendein Friedensritual, weiß ich nicht, irgendwas, oder vorstellen wollen, was, oder die sich einbringen wollen, und das, dass wir da ein gutes Bild zeigen von uns, von unserer Friedensarbeit in Wien, und dass wir da weltweit vielleicht einen Impuls setzen können. Ja? Und das würde ich mir wünschen, und ich wünsche uns allen eine super Veranstaltung am 6. und am 7. und eine internationale Vernetzung, und dass da aus Wien ein Donau-Friedensimpuls, eine Donau-Friedenswelle über die ganze Welt losgeht, und wir da die Donau-Friedensallianz bilden und versuchen weltweit zu wirken an der Transformation, an der Metamorphose. Ja. Gut, danke. Im 12. Bezirk, in der Ruckergasse 52, ja. Ich glaube 52, aber das könnt ihr eh nicht übersehen. Ruckergasse 52. Und wir planen jetzt gerade die ganzen Geschichten für das. Ja. Ruckergasse 52. Und jetzt, wenn ihr dabei seid, weil wir könnten gemeinsam nämlich ein starkes Kraftfeld erzeugen, und zwar losgelöst von jeder Religion, wurscht wo, an was einer glaubt, aber an das Leben gibt es, weil wir sind da und wir können uns bewegen, und das Leben ist eine Kraft, und das Leben ist die stärkste Kraft. Und wenn wir uns jetzt, ob wir die Augen schließen oder nicht, ist wurscht, ja, aber wenn wir uns jetzt einstimmen auf unser Ideal oder aufs Absolute oder aufs Licht oder auf die Lebenskraft Freude in uns erzeugen und uns auf die Atmung konzentrieren, ein paar Minuten oder was, und hineinnehmen vielleicht alle Wesen, das Heil ist wichtig, Heil allen Wesen, ja? Dann können wir was bewegen, ja? Und dann können wir auch beeinflussen das Wetter, wenn wir gut sind. Also jeder ist eingeladen, dass wir das machen. Ja. Du kannst Zittergeräusche sind erlaubt. Ja. Also, ich habe gedacht, du machst einen. Schauen wir mal treiben. Nein, wir wollen. Nein, ich habe es schon vorher auch gesagt, du warst nicht da. Okay. Also wir konzentrieren uns jetzt auf die Lebensenergie, auf die Lebenskraft, auf das Absolute, auf die Ursache aller Ursachen, auf den Lebensstrom. Ja. Im besten Fall können wir Liebe in uns entwickeln, also wir versuchen jetzt das Ganze zu spüren und zu erzeugen, und wir nehmen da eine Heil und Friede allen Wesen. Ja?
in ein paar Minuten schweigen. Okay, gut. Okay, bringen wir du das sagst los, oder? Ja. Okay. Ab jetzt bitte. Für die Umstände ist auch noch.